Oh. Echo Fresh. Hey, grüß dich. Alles Hi. Klar? Alles klar bei dir? Ja, natürlich. Um den Block mit Echo Fresh in Köln Kalk. Yeah, let's go. Let's go. Super. Ich will euch zurückbringen, als es noch keine Bravo-Hip-Hop gab, wo man als echter Rapper mit der Bravo nicht mal sprach. Und ich hab für euch kleine Fotzen dann das Eis gebrochen, bleibt zu hoffen, ihr Zeitgenossen habt die Zeit genossen. Die Art, wie ihr eure Punchline schreibt, ist eindeutig meine väterliche Handarbeit. Du hast gerade dein Album veröffentlicht. Yes. Und wie fühlt sich's an, wenn man jetzt in den Laden geht und Platz 3 der Charts, ganz oben, überall die Auslage? Ja, fühlt sich gut an. Das ist der höchste Einstieg, den ich hier hatte. Ja, Glückwunsch. Dankeschön. Das, früher wurden, als ich noch jung war, wurden natürlich noch mehr Platten verkauft. Aber das ist ja alles so proportional gerechnet. Mhm. Das heißt, verkaufen ja alle weniger. Mhm. Deswegen kann man schon vom größten Erfolg trotzdem reden. Und ja, ich bin zufrieden. Was soll ich so sagen? Nee, super. Wie lang arbeitet man denn an so einem Album in der Vorbereitung? Es kommt drauf an. Dieses Album hat ein bisschen länger gedauert, weil es halt ein Doppelalbum war. Mhm. Und ein paar Monate halt. Und wie fängst du an? Schreibst du erst den Song oder hast du erst die Musik? Oder wie läuft das für dich? Also meistens wissen wir die Grundidee, wie du sagst, vom Album, den Titel oder die Richtung vorher. Dieses Mal war es so, wir haben ein bisschen unbefangener angefangen, haben uns einfach Beats ausgesucht. Mhm. Ich habe dieses Mal die Beats ein bisschen strenger ausgesucht, als ich die sonst aussuche. Und habe gemerkt, das ist ein Vorgang, den sollte ich mal immer machen, so, weißt du? Und ja, das ist das Resultat, halt der größte Erfolg und... Ja, mal gucken, wie hoch es noch geht, das ist ja jetzt auch das Neueinstieg erst. Genau, auch das beste Album, finde ich, von mir. Mhm. Das müssen natürlich die Leute entscheiden, aber mir gefällt es am besten. Man sagt das natürlich immer mal so, aber ich glaube, auf Albumlänge ist es tatsächlich das, was am besten so durchhörbar ist. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es steigt. Ich glaube, das Ziel ist eher, dass es sich hält, ja, solange wie möglich in den Top 100. Mhm. Bei dem deutschen Hip-Hop ist es so, da ist die erste Woche meistens die beste. So. Es ist eher so bei Pop-Alben, dass wenn dann so eine Single gut läuft, dass so ein Album dann später dann nochmal hochgeht. Bei deutschen Hip-Hop ist es so, da in der ersten Woche gehen die ganzen Fans kaufen. Denn der Man hier hat die vielen Fans rekrutiert, auf die euer Geschäftsmodell basiert. Ich bin euer Vater und wollte jetzt euren Arsch retten. Jeder eurer Gangster kann einen Text von mir nachrappen. Denn sie haben früher vor dem Spiegel gestanden und davon geträumt, auch ein Hit wie Crazy zu landen. Du schreibst ja auch Songs für andere, irgendwie zum Beispiel diesen Yvonne Katzerfeld-Song, der ja super kennt. Hast du dann einen anderen, also fühlt sich das anders an? Der war ja auch super erfolgreich, muss man einfach sagen. Fühlt sich das anders an, wenn du Songs für andere schreibst, oder sind alle deine Babys dir gleich lieb? Es ist schwerer, wenn ich was für mich selber schreibe, weil da ist viel kopflastiger. So. Ich denke, da muss ich halt selber herhalten sozusagen, weißt du? Mit meinem Gesicht so, mit meinem Namen. Und da hatte ich viel mehr Schwierigkeiten im Laufe der Jahre als für andere. Bei anderen weiß ich immer sofort die Idee, da weiß ich immer sofort, was zu dem passt. Und was dem fehlt und so weiter, weißt du, da bin ich schon. Dann hast du gesagt, okay, da fehlt, du hast mein Herz gebrochen, ist einfach der Song für die Katerfeld, der passt. Ja, der war ja so, da kriegst du das so vom Dieter Bohlen als Demo geschickt und er singt da so auf Englisch, das hat eigentlich keinen Zusammenhang, er will eigentlich nur so die Melodie zeigen, ja. Und dann musste ich den sozusagen auf Deutsch mit dem richtigen Inhalt so wiedergeben. Das ist schon wieder so lange her. Ja. Das, 2003 war das, ne? Genau, ja. 2003 oder 2004 oder so. Und das war überhaupt so eine Zeit, wo du auch voll erfolgreich warst, das Juice Awards gewonnen und so. Und danach kam so eine Phase, da warst du ein bisschen ruhiger. Voll erfolgreich, Juice Awards. Die Juice Awards sind, glaube ich, sind so das Kleinere, so, was ich damals geschafft habe. Ich habe ja den goldenen Bravo Otto, mehrere goldene Schallplatten. Echt, zählt der für dich mehr? Zählt der Bravo Otto mehr für dich als der Juice? Als die Newcomer bei den Juice? Ja, schon. Echt? Okay. Also Juice ist ja mehr so ein vergleichsweise auf nationaler Ebene eher ein überschaubareres Blatt. So. Und da war ich dann zweimal hintereinander besser Newcomer. Aber ja, das heißt, finde ich jetzt nicht so viel. Da ist schon ein bisschen offizieller, dass man einen goldenen Bravo Otto hat oder eine goldene Schallplatte. Das ist schon ein bisschen cooler, finde ich. Also jetzt nichts gegen den
King the World. Ihr seid mit meiner Mucke groß geworden. Deutscher Rap ist pubertär und will sich nicht unterordnen. 2002 habt ihr EK-Stil bekommen. 10 Jahre später und immer noch leben sie davon. Diesen väterlichen Song hab ich eingerappt. Du weißt doch, Eck, der deutsche Künstler mit den meisten Tracks. Und du siehst, ich war immer fleißig. Leute cover meine Songs, ich bin noch nicht mal 30. Also es geht darum, wenn du halt als Teenager so erfolgreich bist, ist es, glaube ich, ein Akt, das als Erwachsener dann nochmal zu wiederholen, weil alle dich damit vergleichen, was du schon gemacht hast, ja. Und ich glaube, da gibt es schon einige Beispiele, vielleicht nicht im Hip-Hop, aber so generell im Mainstream-Bereich von Teenie-Bands, die als Jugendlicher erfolgreich waren und die allermeisten, ich sag mal 90%, haben das ja später dann nicht mehr geschafft, weißt du. Aber ich hatte halt das Glück, dass ich tatsächlich aus der Hip-Hop-Szene selber kam. Ich bin ja nicht aus dem Nichts gekommen oder ich wurde nicht gecastet oder so, sondern nein, ich habe ja damals bei Royal Bunker meine erste EP released. Das war das Underground-Label schlechthin, also ich hatte schon einen Background so. Und die Leute wussten auch, dass ich rappen kann, weißt du? Und ich meine, so ein bisschen, wenn du derzeit so super erfolgreich warst und danach wurde es einfach so ein bisschen ruhiger, wie fühlt sich denn das an? Denkt man, was ist jetzt hier für eine Scheiße los oder denkt man, ja, es ist halt einfach... Ist halt so und gehört dazu oder wie geht man damit um? Ja, es war ja schon so eine Art Kampf, ne? Also es war immer am Ball bleiben, so der Versuch irgendwie, dass das nicht komplett aus den Händen gerät. Und aber wie gesagt, irgendwie war ja immer was dran, auch in der nicht erfolgreichen Zeit haben die Leute drüber geredet und ich glaube, wusste jeder, dass ich das in der Theorie kann. Aber ich hatte halt einige Probleme, dass halt so... Da war irgendwann die Glaubwürdigkeit ein bisschen flöten, einfach weil ich halt so jung reinkam und diese kommerziellen Singles hatte. Und irgendwann, wenn du dann zu alt bist für diese Bravo-Scheiße, so, weißt du, dann ist es halt schwer, dann nochmal von der eigentlichen Hip-Hop-Community akzeptiert zu werden, weißt du. Aber ich glaube, im Inneren wussten alle so, dass ich das letztendlich kann und haben nur gewartet, dass ich das mal unter Beweis stelle. So. Was ist denn dann Erfolg eigentlich? Also ist das so die Anerkennung aus der Community oder ist Erfolg die materielle, also die Kohle? Das ist die Frage. Diese Sache kannst du aus meiner Karriere echt rausziehen, so, weißt du, kannst du dich echt fragen, so, was ist denn tatsächlich denn das Coole gewesen, weißt du? Und ich sag dir, vielleicht sollte man so, also alles Extreme ist ja scheiße, so, weißt du? Und wenn du extrem Bravo-Boy bist, ist es genauso scheiße, wie wenn du jetzt richtig Untergrund bist und so tust, so, ja, ich will das alles gar nicht haben, obwohl es eigentlich so ist, dass du es nicht bekommen könntest, ja? Das Beste ist einfach, wenn du in den Spiegel schauen kannst und sagst, okay, ich habe einen Erfolg, der ist auf... guter Ebene so, der beruht auf guten Sachen, du hast keinen Geflaxt, du hast nicht irgendwie dich selber unnötig verkauft oder unter deinen Wert verkauft oder was auch immer, weißt du? Und ja, das hat halt einige Jahre gebraucht, um da dieses Gleichgewicht zu schaffen. Ich bin dein Daddy, du spielst mir euer Demo vor und ich kenne jetzt schon jedes Wort. Die Kanaken-Rapper wollen mir was von Draufgängern erzählen. Ich war hier, da hat man noch nicht einen Ausländer gesehen. Mann, ihr braucht euch nicht zu schämen für eure Existenz, ihr verkauft euch fürs System und wart Echo-Fans. Willst du wissen, was der ganze Song zu heißen hat? Nur der Aufbau deines Raps kommt aus meinem Sack. Aber du hast mal gesungen oder gesagt, ich träume nur von einer Villa am See. Hast du so weiß gesagt? Ich hab so viel gerappt, okay. Alter. Weißt du, es gibt so. Aber träumst du noch so von so, so Statussymbolen, keine Ahnung, großes Haus, großes Auto und so? Ist das wichtig? Der Traum hat sich so halt ein bisschen verändert, so, weißt du. Gibt nicht viel auf irgendwie so Markenklamotten oder dass ich mir jetzt eine geile Uhr holen kann oder so, sondern es geht eher darum, wie du sagst, vielleicht mal irgendwann ein Häuschen zu haben, ein cooles Auto zu haben. Und ja, ich bin jetzt nicht so der Proletenrapper, der jetzt voll den dicken Mercedes fährt. Wenn ich halt zum Beispiel Geld in ein Auto investieren würde, würde ich mir so einen Familienwagen holen, weißt du? Echt? Und das ist, warum ich sage, der Traum hat sich verändert, aber letztendlich ist es ja das Gleiche wie bei jedem Menschen. So, man strebt ja nach Wohlstand und Ruhe, so, weißt du? Ja. Okay, wir sind hier in Köln-Kalk, jetzt waren wir gerade so ein bisschen am Spielplatz, beim Askerfeld vorbeigelaufen. Jetzt gehen wir mal ins richtige Köln-Kalk, oder? Okay. Dann reden wir ein bisschen über Köln. Yes, let's go. Kopieren, hör mal, ich gebe denen väterlichen Rat. Viele wollten Rapper werden, heute leben sie vom Staat. Ich bin euer Vater. Jeder weiß, Eck ist am Mike. Guck mal meine Szene, wie sie wächst und gedeiht. Ich bin euer Vater. Denn nach deiner ersten Rasur schenkt ich dir doch eine wertvolle Uhr. Ich bin euer Vater. Mach mal nicht auf Haken hier, du Fickfehler, lehrte dich das Fahren ohne Stützräder.